Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau am Heiligen Abend 2020. Ein besonderer Tag in einem besonderen Jahr. Die heutigen Gesprächsthemen sind nicht so interessant. Deswegen hat die Redaktion beschlossen, der Frage nachzugehen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und ist das in diesem Jahr überhaupt sinnvoll? Dazu schalten wir live zu unserer Reporterin Else Berger. Guten Abend, Frau Berger. Guten Abend auch zu Ihnen ins Studio, Herr Roth. Ich bin hier in einer Kleinstadt und begebe mich auf die Suche nach der Antwort. So. Ja, dann suche ich mal irgendjemanden, den ich eventuell interviewen kann. Ah, da ist mein erster Interviewpartner. Guten Abend. Würden Sie mir bitte verraten, warum Sie Weihnachten feiern? Ach, das sieht man doch wohl. Ich trage Reisigzweige nach Hause. Weihnachten ist doch das Fest der Besinnlichkeit und der guten Stimmung. Deshalb auch der Baum. Mit schönem Schmuck und Kerzenlicht und der Familie drumherum. Da geht einem doch das Herz auf. Ah, also das Fest der Besinnlichkeit und guten Stimmung. Vielen Dank und seien Sie vorsichtig mit den Kerzen. Ja. So, das war dann auch schon unsere erste Meinung zu der Frage, warum wir Weihnachten feiern. Dann lassen Sie uns noch andere Leute treffen. Da kommt ein Junge. Fragen wir ihn doch mal. Guten Tag, warum feierst du Weihnachten? Geschenke! Wie jetzt? Geschenke ist doch klar. Das hier ist für meine Schwester. Dafür habe ich mein Sparschwein ganz schön leer gemacht, was auch schon blöd ist. Aber sonst kriege ich nichts von ihr, hat sie gesagt. Weihnachten ist also wegen der Geschenke? Klar, aber nicht zu kurz. Von meiner Oma und Opa, meinen Eltern, meiner Schwester. Da freue ich mich schon das ganze Jahr drauf. Okay, na dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Auspacken. Okay, damit haben wir dann schon zwei Gründe, warum Weihnachten gefeiert wird. Ich begebe mich nun weiter auf die Suche nach Antworten und versuche es mal hier in dem Haus. Guten Tag. Komme ich heute wirklich ins Fernsehen? Live in die Tagesschau. Oh, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich bin beim Kochen. Oh, ich habe keine Zeit. Was möchten Sie denn wissen? Also meine Frage ist, wieso Sie Weihnachten feiern? Ja. Riechen Sie das denn nicht? Der Gänsebraten, Plätzchen, Glühwein. Mal mit der Familie richtig schlemmen. Oh, das ist für uns Weihnachten. Also der Grund, warum Sie Weihnachten feiern, ist das Festessen. Ja, klar. Okay, dann müssen wir vielleicht auch wieder los, sonst sitzt hier gleich unser ganzes Team mit bei Ihnen am Tisch. Ha, ja, von mir aus gerne. Na dann, wünsche ich Ihnen noch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, ich wünsche Ihnen auch ein frohes Fest und viel Spaß beim Essen. Vielen Dank, Wiedersehen. Liebe Zuschauer, Weihnachten bedeutet also Besinnlichkeit, Geschenke, Festtagsbraten. Obwohl noch mehr Gründe dazukommen. Hallo! 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 Könnten Sie mir erklären, warum Sie Weihnachten feiern? Ja, klar, ich denke schon. Ich bin gespannt. Es geht um eine alte Geschichte. Ja, beginnt eigentlich im Römischen Reich, damals im Römischen Reich. Und zwar am Rande des Mittelmeers in einem Land, das nennt sich heute Palästina. Eine längere Geschichte? Eine interessante Geschichte. Ja, aber am besten, da setzen wir uns dazu. Das begann eigentlich damit, dass Josef war Zimmermann und Maria war seine Frau und die mussten praktisch beide nach Bethlehem gehen. Ja, ist ja heute auch noch so, dass sich viele zu Weihnachten auf den Weg machen. Deshalb Staus, überfüllte Bahnhöfe und Flughäfen und so weiter. Aber Maria und Josef waren zu Fuß unterwegs und Maria war hochschwanger. Was gibt es denn da so Wichtiges in Bethlehem zu erledigen? Naja, das
war damals so, Kaiser Augustus erließ einen Befehl, dass sich alle Leute in ihren Geburtsorten melden mussten und sich dort entlang Steuerlisten eintragen lassen mussten. So, und Bethlehem war ein kleiner Ort und als die gekommen sind, war der Ort völlig überfüllt. Es gab keinerlei Übernachtungsmöglichkeiten. Die Menschen waren völlig überfordert. Können Sie sich das vorstellen? Kann ich nicht. Irgendwas muss es doch gegeben haben. Na, versuchen Sie doch mal, sich das vorzustellen. Nach der langen Wanderung kommen Maria und Josef endlich müde und erschöpft in Bethlehem an. Verwandte haben sie hier nicht. Sie hoffen, in eine der zahlreichen Herbergen unterzukommen. Nirgends ist mehr Platz für die beiden, keiner will sie aufnehmen. Geld haben sie nur wenig. Ein Wirt hat Mitleid mit der hochschwangeren Maria und bietet ihr seinen Stall für diese eine Nacht an. Einen Stall, in dem die Tiere für ein bisschen Wärme sorgen. Einen Stall, der Schutz bietet vor der Nacht. Einen Stall, der besser ist als die Straße. Maria und Josef sind froh über dieses Angebot. Endlich können sie sich ausruhen. Doch in dieser Nacht bringt Maria ihren Sohn zur Welt. In diesem Stall wickelt sie ihn in Windeln und legt ihn in eine Krippe. Draußen auf den Feldern hüten die Hirten in der Nacht ihre Herden. Arme Leute mit schlechter Arbeitszeit und schlechtem Lohn. Es ist kalt, die Nacht scheinbar endlos. Die Hirten fühlen sich einsam und sehnen sich nach einem besseren Leben, nach Wärme, nach ihrem Zuhause. Sie vertreiben sich die Zeit mit Geschichten. Ein Engel, der ihre Wünsche erfüllt, wäre nicht schlecht. Plötzlich erstarren sie vor Angst. Es ist unglaublich hell, alles ist in ein gleißendes Licht getaucht und sie hören eine helle, klare, eindringliche Stimme. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Die Hirten haben die frohe Botschaft verstanden. Ihr Erlöser ist geboren. Sie lösen sich aus ihrer Starre und machen sich auf den Weg zur Krippe. Arme Kerle sind die Ersten, die im Stall an der Krippe ankommen. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel. Davon ich singen und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kindelein so zart und fein, das sei erfreut und wolle sein. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not. Er will euer Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein. In dieser heiligen Nacht finden nach vielen Umwegen und langem Suchen auch drei Könige den Weg zur Krippe. Sie folgen dem Stern von Bethlehem bis zum Stall. Sie sehen die Armut ringsrum, doch sie erkennen auch den Schatz, der im Inneren verborgen ist. Gott wird Mensch. Voller Demut knien sie vor dem Kind in der Krippe. Die Stalltür bleibt offen. Ja, so war's. Wirklich. Wirklich alle konnten zur Krippe kommen. Vor dem Kind sind alle gleich. Eine wirklich interessante Geschichte. Sie beide haben definitiv recht. Und ich habe gelernt, was Weihnachten wirklich bedeutet. Nun aber nochmal auf den Punkt gebracht. Warum feiern wir Weihnachten? Weil Gott Mensch geworden ist? Ja. Ein kleines Kind als Friedensbringer. Wir feiern Jesu Geburt in jedem Jahr. Und auch heute, im Jahr 2020. Frieden. Das klingt so schön, so still.
Ich weiß nicht. Ich kenne Weihnachten nur als ein lautes, hektisches Fest, das dann erst am Ende wirklich gemütlich wird. Geht das alles dann auch ohne den ganzen Stress, ohne Weihnachtsgans und das Ganze? Naja, so ein bisschen Frieden schlägt einem schon auf den Magen. Aber den Stress, den ganzen Kommerz und diese großartigen Geschenke, ja, wer braucht denn das? Darauf kann man doch wirklich verzichten. Also wir machen das schon viele Jahre so. Ein kleines Geschenk habe ich aber für dich. Oh, vielen Dank. Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt wirklich, warum wir Weihnachten feiern. So, dann bleibt mir nur noch übrig, uns allen hier eine schöne, stille und heilige Nacht zu wünschen. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Frau Berger. Jetzt nochmal alle Nachrichten zusammengefasst. Ach was, sie hat doch schon die Geschichte des Abends erzählt. Was bleibt mir das schon? Ich kann euch jetzt bloß noch eine schöne, stille Nacht wünschen und ein frohes Weihnachtsfest. Thank you.